herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2. Wir hatten eine anstrengende letzte Folge. Deswegen pennt der Epi noch. Ich tu natürlich nur so. Ich habe nur die Augen zu. Aber wir werden den Epi jetzt mal eben wach machen. Jetzt eins, zwei. Morgen, mein Schatz! Hallo und herzlich willkommen zum Hintern vom Epi und zu Farm Together 2. Ich weiß nicht, warum er immer seinen Hintern zeigen will. Ja. Weil ich den mag. hier war ja nichts mehr, ne? Genau. Jetzt wollte ich gerade schon auf Aufnahme ausdrücken, so vor lauter Reflex hier gerade. Mach das lieber, genau. Nein, ich hab's doch vorher gesagt. Ich hab gesagt, im Schweiße unseres bei schweißtreibender Arbeit habe ich gesagt, im schlimmsten Sommer. Und ich hab doch gesagt in der letzten Folge, wetten, dass wir jetzt Winter haben bei der Aufnahme. Ja. Ach, oder Mann. Der Weizen ist immer noch nicht fertig. Ja, kümmer du dich mal um die Felder. Da kannst du bestimmt noch ein paar neue setzen. Wir machen auch mal fliegenden Wechsel nachher, damit ihr bei mir nicht immer nur das Gleiche seht. Aber ich muss mich jetzt hier mal eben drum kümmern, dass die Sachen so ein bisschen auch mal abgefarmt werden, weil Bäume sind natürlich genauso gut wie beispielsweise Blumen. Die setzt man halt einmal und kann danach dann immer wieder dahin und die abfarmen. Hat also keine weiteren Kosten. Bei Tieren ja leider nicht. Wobei die Kosten bei Tieren halten sich natürlich auch in Grenzen, muss man dazu sagen. Ach, guck mal, ich kann hier direkt einfach weiterfahren, dann komme ich zum nächsten Bambus. Ist das cool. So, warte mal. Wir hatten aber noch eine Sache, die wir hier noch... Genau, den Maulbär bauen. Dann sind die zwar nicht zusammen, aber es ist nicht so schlimm. So, setzen wir mal hier auch so zwei. Dann haben wir nämlich schon wieder das ganze Geld weg. Haben wir noch irgendwo hinten ein bisschen Platz für die weißen Hühner? Das sind, glaube ich, andere auf der Karte. Ja, oder? Da ist doch noch genug Platz da hinten. Ja, aber bei den Weißen, dass wir da noch welche ransetzen können? Ach so, ja, da müsstest du das vielleicht umändern. Das sind die dunklen. Ah, warte mal, hier, aber das sind keine neuen. Pass auf, dann setze ich die. Dann setze ich da 8 rein. Und das eine löschen wir einfach. Ist, also nicht, dass ihr hier draußen meckert. Es ist kein Küken töten oder so. Es ist auch kein Hühner töten. Ne? Es ist einfach nur die Auslöschung von etwas. Wir hatten jetzt hier schon wieder... Hört sich viel besser an. Der Epi wieder so hinterrücks hinter meinem Rücken. Der ist hier in der letzten Folge am Meckern gewesen. Da habe ich noch gesagt, wir haben ja noch 7 Medaillen. Da können wir ja noch einmal eine Tankstelle hinstellen und einmal noch was zum Porten. Da hat er die schon gesetzt und der hat mir gar nichts gesagt. Der Doch, habe ich, aber du hast nicht zugehört. Nee, ich habe die Aufnahme. Ja, dann wirst du was hören. Wo du das nämlich sagtest, ach, wir können ja noch einen Tank setzen, da hatte ich gesagt, ich habe schon einen Tank gesetzt. Ja, ja. Und einen Wegschrein. Ist klar. So, dann deuten wir jetzt hier nochmal kurz die Grenzen an. Und da. Haben wir hier noch was? Das können wir auch noch nehmen, ne? So. Und hier. Ich finde das auch ganz gut eigentlich so zum Durchfahren, auch wenn das ziemlich klein ist. Warte mal da. Die Fische, die wollte ich nochmal kurz ernten hier. Ist natürlich auch immer viel Arbeit, wenn man dann wieder was Neues freilegt. Da muss man natürlich dann auch erstmal gucken. Wieso kann ich nicht jetzt? Muss man natürlich auch erstmal gucken, was stelle ich jetzt wohin und wie stelle ich das Ganze jetzt wieder um. Haben wir jetzt vorne... Haben wir da Apfelbäume, wo du gerade fährst? Bei der 1? Bestimmt. Aber hier sind auch welche. Nee, das sind die anderen Apfelbäume. Dann könnte ich die nämlich in so ein eigenes Ding reinsetzen. Aber hier sind vereinzelt immer welche auf der Dings. Ja, da wo ich bin auch. Dann machen wir das so. Aber auch in Gruppen halt. Deswegen frage ich ja. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir da mit dem Fisch machen hier. Weil der steht jetzt natürlich genau da, wo wir eigentlich die Bäume jetzt platzieren wollten. Aber wir bräuchten eigentlich auch mal so ein größeres Feld, wo wir halt eben auch mal die Fische... Ah, nee, haben wir das nicht sogar schon? Nee, das haben wir ja oben. Ach, ich bin so blöd.
Ich habe mittlerweile so viele Farmen, ich weiß gar nicht mehr, was ich wo gemacht habe. Das Warte kennt man mal. Von ihr. Ja, du hast ja immer nur eine Farm. Du bist ja zu faul, um noch was anderes zu machen. Nee. Blödsinn, sich 1000 von Farmen zu machen. Ja, aber sich dann 1000-fach am Bedanken, wenn die Events kommen. Oh, das ist ja toll, dass du so viele Farmen gemacht hast. Da konnte ich das so schön ausnutzen, ne? Ja, ja. So ist er, der Epi. Na, ja, das ist alles schlecht, was du machst. Aber immer schön ausnutzen, was ich mache, ne? Ja, ja. Nein, aber es ist wirklich so. Ich meine, es macht mir ja auch Spaß, viele Farmen zu machen, muss man jetzt auch dazu sagen. Und wenn man dann halt das zum Vorteil nutzen kann, sage ich jetzt mal, und dann dementsprechend ja, durch die verschiedenen Farmen auch den Leuten natürlich helfen kann, das habe ich auch schon öfter gemacht. Warum soll man das dann nicht tun, ne? Ich meine, du bist ja nicht der Einzige, dem ich damit helfen konnte. Ich habe noch anderen Leuten aus meiner Freundesliste, habe ich mir auch geholfen. Habe ich mir auch geholfen, genau. Ja, hat mich auch geholfen. Warte mal, das hier sind doch, sind das jetzt auch Zitronenbäume hier, wo ich die gerade beistelle? Nee, das sind andere. Ja, die habe ich da hingestellt, doch, die habe ich gesammelt, auch. Die waren alle hier verkauft. Ja, aber weil wir haben ja schon die Zitronenbäume, oder sind das ja, die ich vorne? Wollte die nur erstmal zusammenfummeln. Nee, das sind die Birnenbäume. Ja. Also nicht zu denen daneben stellen, ja, ne? Ja, aber das sind hier, das sind Zitronenbäume hier. Und das sind Birnenbäume. Deshalb habe ich die nicht da hingestellt, siehst du? Das war nämlich schlau von mir. Ja, aber es war nicht so schlau, die dann zu den anderen reinzustellen. Ich habe ja da vorne, habe ich ja schon mal 3 hingestellt. Vielleicht müssen wir die auch mal löschen oder woanders hinstellen, keine Ahnung. Was machen wir denn jetzt hier mit den Fischen? Weil eigentlich haben wir so viele Fische. Da unten ist noch mal ein Teich. Ach so, das ist übrigens auch eine Verbesserung. Hier, fällt mir gerade auf, dass man jetzt nicht nur auf den Eingang quasi klicken kann, sondern auch auf das Haus selber, beziehungsweise ich denke mal später auf die Häuser. Das heißt, wir werden dann nicht mehr dieses eklige, oh, ich muss von Haus zu Haus rumlaufen, gucken, wo die Häuser sind, weißt du noch? Das hat uns ja immer sehr genervt im ersten Teil. Ja, aber verspreche den Leuten nicht irgendwas, was du nicht halten kannst. Das weißt du nicht, ob die das so umsetzen. Vielleicht sagen sie ja, auch, nee, wie gesagt, vielleicht auch alle. Das waren ungefähr meine Worte. Ich weiß das nicht mehr genau, weil du das jetzt danach jetzt was gesagt hast. Aber das könnte natürlich sein. Und wenn ja, wäre das natürlich richtig geil. Also das finde ich nochmal obendrauf eine sehr, sehr gute Verbesserung. Wie sahst du eigentlich den Tanker hier mitten ins Wasser reingestellt? Also nicht ins Wasser, aber hier in die Nähe reingestellt. Warte ja, mal, weil ich wollte aus, so weit wie es geht da hinten. Hä, wo bist du da hinten? Ich habe gar nichts da gemacht, wo du bist. So. Warum machst du die Dings so komisch? Die Wege sehen so komisch aus, wenn du die so machst. Was ist an eckig komisch? Naja, du machst da aber so komische Verbindungen. Das habe ich hier auch noch so Dings gemacht, ja. Auf der Karte sieht das doof aus. Das ist ja nie mein Problem. Wir haben ja überall diese geraden Sachen, damit man da halt auch besser durch, also besser drumherum fahren kann und so. So, dann haben wir hier auch nochmal so einen blöden Fischteich. Oh Mann, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich die Fische überhaupt alles hinsetzen soll. Überall nehme ich die weg, weil die natürlich in dem Moment stören, weil man da was anderes hinbauen möchte. Und dann weiß ich aber nicht, wohin ich die noch tun kann. Das ist ja schlimm hier. So, warte mal, wo sind wir denn hier? Da. Was ich nur komisch finde, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Wenn du zum Haus hinportest, hast du immer, wenn du auf dem Traktor sitzt, deinen Traktor unten im Boden hängen. Mit der Spitze. Das sieht mal so ein bisschen seltsam aus. Was erzählst du da? Ja, der ist immer so, als ob der vorne mit der Motorhaube sich am Eingraben ist. So sieht das aus. So, jetzt habe ich natürlich einen zu viel, war ja klar. Ach komm. Na, wir werden, obwohl hinten haben wir ja auch noch welche, das werden wir dann auch noch machen können hier. So, braucht man aber nicht bei so vielen verschiedenen kleinen Teichen. Das ist nämlich was, wo ich sagen muss, dass das beim Epi extrem stört. Das hat er nämlich auf seiner Farm, der hat gefühlt 2 Millionen kleine Teiche. Sieht schön aus, aber wenn er dann sagt, kannst du mir mal helfen, die Fischteiche zu machen? Man wird bekloppt. Man weiß gar nicht mehr, wo man hinlaufen soll, weil überall sind dann irgendwie so, keine Ahnung, 20 Fische oder so.
Das mein, muss so sein. Ja, wie gesagt, es sieht schön aus. Also da kann man nichts gegen sagen. Nur es ist wirklich, wenn man dann da irgendwie helfen will oder so, ist es wirklich, oh. Ja, da bin ich froh, dass ich das nicht habe. Ich gehe einmal dahin, drück auf zwei Stellen und dann habe ich alle meine Fische abgeerntet. Deswegen, so. Guck mal, ob die Bananenstauden, ach nee, ist ja Winter. Ich glaube, die sind nicht im Winter. Ne? Du hast gesagt, die sind im Sommer. Aber wir brauchen, wir haben nur 60. Wir brauchen eigentlich 80. Nee, wir haben schon 54 abgeerntet. Nee, der brauchen wir nicht mehr. Das hat mich rausgebracht. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, 6. 3, 4, 5. 3. 9, 12, 11. Ich weiß nicht, was der Epi da gerade am Rechnen ist, aber es hört sich echt lustig an. warte mal, das und jetzt geht die Querwurzel daraus. Die Querwurzel. Okay. So, machen wir hier mal so ein kleines Kreuz hin. Das Kreuz markiert die Stelle, oder wie war das? Da kann ich ja nichts machen, außer so drumherum. Das heißt, das bauen wir dann ein bisschen mehr zu der Seite hin aus. Da haben wir dann 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann hört das hier auf. Dadurch, dass ich das jetzt natürlich markiert habe, muss ich gleich mal gucken, wohin ich das dann machen kann. 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hä? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Moment. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und jetzt können wir alle tanzen. Was ist los? 1, 2, 3, 4, 5. So. Ach so. Nee, das sieht nur deswegen so komisch aus. Ja klar, so passt das natürlich, weil das da hinten die Dinger sind, die weggehen. Ach ja, okay. Ich dachte gerade, ich hätte einen Denkfehler oder so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann geht's hier so hoch. Und das ist hier gerade. Also machen wir das hier so. So. Jetzt aber. Jetzt haben wir immer noch 5 markiert. Aber das eine ist schon weg. Dann können wir das wieder neu setzen. So, die lassen wir mal eben. Was haben wir denn hier schon wieder? Ein Zitronenbäumchen, natürlich. Stell das mal eben aus dem Weg raus. So. Was machst denn du da hinten schon wieder? Ich habe den Weizen geholt. Und jetzt langweile ich mich gerade, weil die Bananenstauden sind nicht so weit. Und erst früh, also zwei, ja. Ja, aber ist gleich, also die, ist schon, der Winter ist gleich durch, das wollte ich sagen. Ja, aber dann muss noch eine Saison. Ach so, Bananen wolltest du machen. Ja, fehlt uns für die Quest ein paar. Ja, stimmt. Okay, dann setzen wir das mal hier hin. Haben wir eigentlich alle Tiere jetzt gesetzt? Irgendwie? Ja, ne? Nein! Ich drück auf Löschen und er macht es nicht. Willst du mich jetzt hier... Hallo? Hä? Wieso kann ich das nicht löschen? Oder kann ich da einfach was drüber bauen oder was? Ist das, weil das hier neue Gegenden sind? Das ist jetzt irgendwie ganz komisch. Warte mal, das probiere ich mal kurz mit dem Ding hier aus. Ja, aber es zeigt trotzdem den Schlamm an. Irgendwie ist das ein bisschen seltsam. Ich habe hier zwei leere Felder, ne, vom Ernten. Als ich die löschen wollte, hat es nicht funktioniert. Dann habe ich die aus Versehen neu gesetzt, habe die dann nochmal gelöscht und trotzdem sind die immer noch so schlammig hier. Irgendwie ist das ein bisschen skurril gerade. Ich weiß auch nicht. Wenn ich die jetzt lösche, jetzt habe ich sie gerade aus Versehen markiert. Ja, dann ist nämlich der Untergrund, den du da drunter siehst. Ach so, dann ist das kein Feld, dann ist das dieser Untergrund, den wir, glaube ich, noch gar nicht freigeschaltet haben, kann das sein?
Müssen wir da dann Grasuntergrund theoretisch machen? Wahrscheinlich. So. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Platz, dass wir hier was Neues draufsetzen können. Wir hatten... Haben wir jetzt alle Bäume gehabt, dass wir die immer ein bisschen leveln können? Kann ich euch wirklich... Oh ne, die nicht. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, darauf zu achten, dass ihr immer zumindest so ein 9er-Pack, sage ich jetzt mal, von den Bäumen habt. Damit ihr die immer so ein bisschen so peu à peu immer wieder leveln könnt. Ich probiere das mal einfach. Ja doch, die kann ich ja aber draufstellen. Das könnte man nicht, wenn das Feld wäre, ja. Naja. So, hier beginnt das. Die sind teuer, oder? Na gut, nehmen wir mal nur zwei. So, es regnet. Ich liebe ja den Geruch von nassem Gras. Im feuchten Regen. Ja, trockener Regen riecht auch gut. Ach, das war ja nicht witzig. Nee, ne? Finde ich auch. Aber du hast angefangen. Mann! So. Nein. Keiner hat was gesehen. Ihr habt schon wieder Mist gebaut hier, Leute. Aber ihr werdet es auf dem Video sehen, wenn sie sich vorstellen. Eins, zwei, drei. Das ist genau das letzte hier. Dann sollten wir hier vielleicht mal so einen Doppelstreifen reinmachen. Warte mal. Oh Gott, man müsste so einen Counter hier reinmachen. So wie oft ich warte mal gesagt habe. Es ist wirklich langsam fällt sogar mir auf. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Ach nee, das ist das letzte. Die Fische sind schon wieder voll. Die saufen so viel, dass die immer voll sind. Echt, ey. Hol die doch mal aus dem Wasser raus. Vielleicht saufen die dann nicht mehr. Ja, so die viel. Trinken das ganze Wasser und dann sind sie voll. So, ich nehme jetzt einfach die ganzen Fische hier weg, die stören. So. Wer hat eigentlich diese Hühner so dämlich gesetzt mit dem Zaun drumherum und die anderen draußen? Dann musst du die. Wer macht sowas? Hast du das gemacht? Mal gucken, was der Epi hier wieder für einen Quatsch fabriziert. Kann ich. Ne, das kann ich nicht, wenn ich was am Verschiedenen mache. Ach, das meinst du? Die haben wir doch im Nachhinein erst dahingestellt. Und da wir keinen Zaun hatten und dafür dann auch kein Geld ausgegeben hatten. Ach, oh, jetzt bin ich extra da hinten. Oh, du lenkst mich hier auch echt total ab. Oh, shit. Ich port extra dahin. Was hat er jetzt wieder für ein Blödsinn? Wenn ich schon oh shit höre, dann weiß ich schon, dass wieder irgendein Blödsinn. Warte, setz aber keine neuen. Ich habe da hinten noch welche, die kannst du rübersetzen. Ja, setz die da rüber. Ich wollte ja nur den scheiß Zaun hier wegmachen, dass man da rein kann, richtig. Ja, du kannst doch drüber hüpfen. Macht er doch automatisch. Ja, aber du musst die doppelt füttern. Das ist total dämlich gemacht. Jein. Wenn du keine Lücke offen hast, musst du die doppelt füttern. Das ist richtig. Ja, es war ja keine offene. Der Zaun war nicht offen. Das kann ich nicht bestätigen. Ich war nicht da. Ja, das weiß ich. Was ist denn? Hast du jetzt Hühner, die da hinten? Lass mich doch erstmal die Fische mal eben umsetzen. Die habe ich nämlich gerade. Sonst setze ich dir da die ganzen Fische hin. Ich weiß nicht, ob das so der Sinn des Zweckes ist. Haben wir jetzt eigentlich alle Tiere einmal überhaupt gesetzt, das wirklich, ja, da wollte ich als nächstes mal gucken. Ich gucke gerade nach den Bäumen. Hühner, Schweine und. So, hier sind Hühner. Ja, da. Haben wir. Aber wenig, also. Ja gut, das sind. Es sind 12 Hühner. Was nennst du davon wenig? Das ist jetzt genau in der Mitte. Oh, Leute. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich habe keinen Platz mehr. Mein Brumm ist zu dick. Ja, aber 12 Hühner ist ja nichts. Ja, und? Wir haben hier ja nicht so viel Platz, um das draufzusetzen. Ach, die Hühnereier sind auch schon wieder voll. Nein, doch mal was machst du denn hier? Du sollst es dahin setzen, wo ich hinstelle und irgendwo anders hin. Und jetzt wird der Epi sich wieder beschweren, weil er das nicht vernünftig gemacht hat. So. Ach, die Gameplayerin ist echt eine Katastrophe mit der. So, das hatte ich jetzt neu gestellt. Das musste ich noch mal eins umstellen, hatte ich gesagt. Das würde ich dann aber hier reinstellen und da zwei reinmachen. So.
Ist das jetzt richtig oder ist das jetzt falsch, was ich sage? Das ist falsch. Du weißt doch gar nicht, wovon ich rede. Es kann nur falsch sein, wenn du von was redest. Ja, das ist wieder typisch. Ich würde ja gerne sagen typisch Mann, aber es ist immer nur typisch Ebi. Warte mal, hier geht's runter. So, zack. Das geht bis hier. Nein! Oh. Ich sollte mehr darauf achten, ob ich auch genug im Inventar habe. Ey, es geht mir langsam auf die Nerven. Ich gehe mal davon aus, dass ich ganz viel geholt habe. Dann habe ich doch nicht ganz viel geholt. Dann habe ich nicht genug, um es hinzusetzen. Und du hast jetzt keine Ahnung, wovon ich rede. So. Ach so, das ist aber auch überflüssig. Das müssten wir auch wegnehmen hier. Vielleicht kriege ich das ja noch zusammen. Es wird eine komplette Umräumfolge diesmal. Es tut mir ja auch irgendwie ein bisschen leid. Aber das muss natürlich auch sein. Und ich denke mal, ihr wollt... Das sagt sie immer, aber es tut dir nicht leid. Doch, irgendwie schon. Aber vielleicht ist das ja auch interessant. Also ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das gerne so ansieht, wenn wir hier, oder in dem Fall jetzt ich, irgendwas am Umbauen sind. Ob ihr das auch gerne seht, ob ihr das, weiß ich nicht, als Inspiration dafür nehmt, zum Beispiel selber bei euch was umzubauen oder so. Schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Würde mich wirklich interessieren. Ah! Boah, ich liebe diese Funktion, dass man die Sachen wieder wegmachen kann. Ey, stell dir mal vor, du müsstest Felder, die du gemacht hast, würdest... Achso, Moment, das ist doppelt gerechnet. Das kann ich ja gar nicht da setzen. Felder, die du gemacht hast, die müsstest du dann auch da stehen lassen. Das wäre ja eine totale Katastrophe bei uns beiden hier. Das heißt, das sind zwei Felder höher. Eins, zwei. So. Nee, doch. Oh. Jetzt ist der Salat auch voll. Da sag mal... Ja, verkaufst du denn auch mal was? Ja, du machst ja gar nichts. Was ich bin hier die ganze Folge am Umbauen. Ey, wenn du diese schweißtreibende Arbeit nachher im Video was siehst, was kannst ne? du eigentlich? Ich kann sehr viel, aber was soll ich dir jetzt davon erzählen, was ich kann? Also muss ich ja mal wieder suchen, wo die ganzen Läden hier sind? Hier so wahllos. Ja, ich habe ja gesagt, ich würde am liebsten... die Sachen umsetzen können. Nee, ne? Ja, so verschieben, aber das geht ja leider nicht. Wollte ich übrigens auch noch vorgeschlagen haben im Forum, habe ich jetzt leider vergessen. Weil es wäre halt eine gute Option, wenn man das Ganze verschieben könnte. Und wenn es nur ist, wenn man so einen Zwischenpunkt nimmt, weißt du, wo man die hinschiebt und dann komplett woanders. Moment, dann machen wir das. Machen wir so rein. Und setzen das... Das nicht um, weil es nicht markiert wurde. Wieso wurde es nicht markiert? So. Dann können wir da nämlich später nochmal so ein neues hinstellen. Boah, warum kostet das alles so viel Edelsteine, diese Veränderung? Du meinst die Erweiterungen da, oder was meinst du jetzt? Hm. Weil die eine Währung nehmen wollten, die man jetzt in dem Teil eben nicht so viel hat, nehme ich an. Ja. Damit schönen Gruß an Tini. Die ist jetzt gerade in unsere Aufnahme geplatzt. Ich cutte das Ganze, wenn ich dran denke, mal raus. Ich gebe ihr mal eben nur mal einen kleinen Hinweis, ja, wo sie uns helfen kann. Ja, wir haben jetzt alles abgeklärt. Wir haben neuen Sklaven jetzt hier bei uns auf der Farm. Schönen Gruß an Tini. Okay, nein. Ich setze mich jetzt hin. Ich gehe jetzt in die Badewanne. Ach ja, stimmt, die haben wir ja. Also, speziell auch an Tini und natürlich auch an alle anderen. Das ist natürlich nicht ernst gemeint, was wir hier reden, von wegen neuen Sklaven und so. Der einzige Sklave von der Gameplayerin ist der Epi. So. Genau. Aber warum nicht umgekehrt? Da sieht man mal wieder diese Verschiebungen, ne? Das ist unfair. Okay, also, wir haben ja gar keine neue Jahreszeit. Wieso plöppt das bei mir jetzt gerade so auf? Ich bin verwirrt. Wieso kann ich jetzt die Bäume hier abernten, die ich vorher nicht konnte? Oder konnte ich die ganze Zeit und habe es nicht gemerkt? Das kann natürlich auch sein. Ich habe gerade wieder 13 Gläser Marmelade eingekauft hier bei der einen.
Die 13 Gläser Marmelade eingekauft. Echt jetzt? Sie hat hier 13 ein paar Äpfel. Boah. Weißt du, das sind diese Bauern, die zu faul sind, sich ein paar Apfelbäumchen hinzustellen. Die verkaufen dann die ganze Marmelade. Ach, das sind bestimmt die Entwickler. Das kann auch sein, dass das einfach eine nette, alte, 90-jährige Dame ist, die gerne Marmelade kocht. So, sieht die für dich aus wie eine 90-jährige Dame? Also ich bin mir ja, ich habe übrigens die Zitronenbäumchen gesehen und ja, die sind voll. Also wenn du die zwischendurch mal siehst, kannst du die sonst auch löschen oder komplett woanders hinstellen. Was? Die sind voll? Die sind toll? Was hast du jetzt gesagt? Ja, die sind voll. Toll. Dieses Feld, was wir dafür haben, das ist voll. Also das meine ich damit. Hier haben wir noch was. Okay. Das war jetzt ein Insider, das hat jetzt keiner mitbekommen und das war, glaube ich, auch gut so, weshalb ich gerade lache. Was? Ey, ich habe hier gerade so ein Zettelchen untergeschoben bekommen. Ein Zettelchen? Ja, aha, genaueres wollen wir nicht erwähnen. Besser ist das, glaube ich. So, sonst haben wir aber nichts mehr, was wir bei den Bäumen setzen können. Ne? Die Tiere wollten wir ja noch was setzen. Kommt das Zettelchen von einer Person, die mit L beginnt? Ja, aber weitere Details werde ich nicht preisgeben. Nee. So. Moment, hier haben wir sogar... Wir haben ein neues Huhn! Wir haben ein neues Huhn! Jetzt komme ich nicht mehr dahin. Was machen wir denn mit den Hühnern? Machen wir die zwei Streifen pro Huhn oder machen wir zwei verschiedene? Ja, aber die sind doch da hinten, die Hühner. Machen wir erstmal zwei verschiedene. Also die sind bei drei, sind Hühner hier hinten. Ja, hier mache ich jetzt hier die neuen hin oder mache ich die woanders hin? Ja, hier woanders, hier wo ich bin. Komm mal zu mir. Aber wir brauchen mal Platz für die Schweine. Ja, aber die Hühner sind doch hier schon. Oder soll ich die hier vorne mit ran machen? Hier neben, nein, hier neben, hier, hallo, oder da. Das sind doch gar nicht die Hühner. Nein, du sollst ja andere hinmachen. Ja, eben. Ach so, nee, das sind aber nicht die, die oben sind. Ja, was denn jetzt? Soll ich da jetzt... Jetzt setzt ihr mir hier die Palme mit rein, wo ich gerade die Hühner bauen will. Die sollst du nicht auf die Seite... Ach so. Ja, das habe ich jetzt, damit wir die Schwarzen doppelt machen können. Ja, dann mach das dahin auf die Seite. Warte, ich mach die Palme hier rüber. Ja, mach die mal hier, wo die einzelnen... Genau. Ja, aber die ich jetzt hier stehen habe, wäre ganz gut, wenn du die wegmachen würdest. Mann, genau. Ich bin doch schon dabei. Ich kann nicht so schnell laufen. Du bist so langsam heute. Das muss schneller gehen hier. Es gibt's was drauf. Ja, ich krieg immer nur was drauf. Gibt's einen Sklavenaufstand hier. Ja, dann würde ich ja hier aufstehen. Aber ich bin zu faul zum Aufstehen. Warte mal, ich muss ja auch noch mal eben Bäumchen versetzen. So. Dann machen wir da oben endlich mal diese komische Ecke, die du hier gemacht hast, machen wir mal weg. Die habe ich nicht gemacht, die Ecke war schon da. Ja eben, du hast nichts dagegen getan, das war ja das Problem. Vielleicht solltest du da die zweite Reihe mal dahin machen, damit das klar ist, dass da die zweite Reihe ist. Ja, aber wegen dem Geld bin ich jetzt gerade am gucken. Warte mal, wie viel haben wir denn noch? Ohne Ende, wir haben 200, 100 wenig. Ja, wir haben noch einiges zum Abernten. Ja, warte mal, wenn wir keine brauchen gerade, kannst du ja... Was ist denn jetzt überhaupt noch drin? Warte, stellen wir das so hin. Was ist denn mit der Bananenstaude? Ist die jetzt endlich dran? Nee, ist immer noch nicht. So. Lassen wir das erstmal so, würde ich sagen. Und, oder? Ja, 172. Ja gut, wir kriegen jetzt wieder ein neues Jahr. Da können wir wieder mehr setzen, ne? Mache ich von den Giant-Hühnern. Gucken, wie teuer die jetzt sind. Könnte ich das nochmal voll machen? So. Dann hast du es endlich. So. Die Schweine sind hier alle am Schlafen. Das sieht so süß aus. Entschuldigung, dass ich deinen Kopf gerade so eingerammt habe mit dem Traktor. Das sieht so süß aus. Können wir denn hier nicht noch andere Sachen setzen? Das eine Schwein hat jetzt eine Gehirnerschütterung, aber sieht so süß aus. Bin mal eben über dich drüber gefahren. Du weißt überhaupt nicht, was ich gemacht habe und du wirst es mir auch nie nachweisen können. So. Doch, ich habe deine Aufnahme. Ach, du hättest die Erdbeeren neu setzen können. Jetzt ist der Frühling aber vorbei. Jetzt brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Warum hast du die denn runtergemacht einfach? Du musst... So, was haben wir denn hier? Ach,
Wir haben was Neues. Wir haben was Neues. Wir haben was Neues und nirgendwo Platz. Wir haben was Neues. Was machen wir denn jetzt damit? Hier ist wirklich nirgendwo Platz. Wo kann ich denn... Haben wir den Mais, haben wir den nicht noch woanders? Wir haben nur 39 davon. Ich muss hier doch irgendwo noch was hinsetzen können. Hier wird hier gerade alles gelevelt. Ich will hier doch nur was hinsetzen, Leute. Helft mir doch mal. Vielleicht hier an der Seite. Anders kann ich ja nicht mehr. Dann können da hinten die Hühner noch hin. Oh, ich glaube, der ist ein bisschen teurer. Entschuldigung. Wir setzen mal nur zwei hin erstmal. Wir brauchen Aubergine. Ach du Schande, 250 Stück und wir haben nur 36. Kannst du das mal wenigstens auf 50 erhöhen? Da müssen wir es trotzdem fünfmal abholen. Wovon redest du? Achso, Aubergine. Die dauert doch so lange, oder? Also aktuell haben wir da jetzt nicht so viel Geld für. Ja, toll. Aber du hast gesagt, ich soll die ganzen Sachen hier alle pflanzen. Hallo, dann setz wenigstens 14 hin. Warte mal, ich mach mal eben die Kürbisse. Ich glaube, die geben ganz gut auch was ab. Moment. Es ist aber halt noch nicht so viel. Ne? Wir müssen halt was mehr wieder abernten und wieder anpflanzen. Darum geht's ja. Ja, ich mach das, aber du gibst nur Geld aus, wie immer. Das ist wie im Wahnsinn. Nee, ich bin hier gerade. Geld aus. Ja, ich habe ja eben in deinem Auftrag gehandelt. Du hast ja gesagt, hier, mach das mal, gib mal Geld aus. Fische sind Fische, voll. Fische, verkauf mal die Fische. Oder ich mach das gleich. Ich setz, machst du oder soll ich machen? Ja, ich bin schon da, aber ich weiß gar nicht, ja, da sind die. Wenn du gerade ausgehst, rechts meine ich, müssten die sein. Also das haben wir, glaube ich, gelassen. So. Oh, wir können unsere Gerste auch schon wieder abernten hier. Das ist doch wunderbar. Machen wir das doch nochmal eben. Damit ihr... Achso, ich dachte gerade jetzt, Tiny, wie auch immer, hat geschrieben. Hat gerade verkauft. Ich bin hier schon total verwirrt gerade. Aber vielen Dank für die Hilfe. Ich weiß jetzt nicht, ob du diese Folge siehst. Ich habe so verstanden, dass ja. Deswegen, wie gesagt, schöne Grüße und vielen Dank für die Hilfe schon mal. Falls wir das vergessen, aber ich glaube, du hast es eben auch geschrieben, oder? Mhm. Natürlich auch vielen Dank für die Hilfe an alle anderen, die mir privat geholfen haben. Wenn ich gesprochen habe, kannst du weiterreden. Nee. Ich rede dir nur aus Versehen ins Wort. Und wenn ich mal was nicht vergessen darf, dann rede ich auch schon mal ins Wort. Machst du jetzt gerade die Hühner? Nein. Also. So. Wo haben wir denn die Eier? Ach da. Jetzt habe ich das rausgemacht, ich doof. Hast du da hinten die Gerste nochmal neu gesetzt? Sonst würde ich das eben machen. Nee, mach das mal eben. Boah, wenn ich der mit dem Traktor überhaupt mal irgendwie da hinkomme. Das ist hier so langsam. Müssen wir irgendwas für eine Quest setzen eigentlich? Achso, doch, die Auberginen. Ja, wieso machst du das denn nicht? Weil wir kein Weil Geld du hatten. Sagst, ja, du hast kein Geld. Also. Warte mal, die sind gar nicht so... Ja doch, sind 1000 pro Stück. Ja, aber die brauchen sehr lange, deshalb setzt man mehr davon. Ja, wir brauchen mittlerweile auch 250, sehe ich gerade. Ja, deshalb habe ich ja eben schon gesagt, Minimum 50 müssen wir haben. Aber du kannst auch unsere Bärenfelder damit vollsetzen. Ja, ja, ich mache erstmal die Gerste, damit wir ein bisschen Geld bekommen, weil die kannst du ja jeden Monat setzen. Ja, ich auch schon wieder voll. Ach, Bambus ist voll. Du meinst Wolle. Ja, das ist ja, das ist aber Bambus. Für mich ist das erstmal Bambus. Für mich wäre es vielleicht noch, naja, Milch ist falsch ausgedrückt, aber in dem Bambus ist doch so eine Flüssigkeit drin. Das hätte ich doch verstanden, aber warum die da Wolle, also jetzt so vom Echten her, das, wenn mir das einer erklären kann, nein, schreibt es also in die Kommentare. Ich glaube eher, die haben sich gedacht, die haben da Baumwolle, die haben das wahrscheinlich Bambus mit Baumwolle verwechselt. Bambuswolle. Bambuswolle.
Ja, also, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ne? So Flüssigkeit, so Richtung Aloe Vera, wenn also, auch nicht so milchig, glaube ich. Die Fasern von einem Bambus kannst du mit Sicherheit auch so für sowas nehmen. Und da wird ja auch rausgeflochten, so Möbel und so Sachen. Aber dass Klamotten daraus machen, das weiß ich nicht. Echt jetzt? Da werden Möbel draus geflochten? Ja, also, ja, Möbel kann man daraus machen, ja. Auch so ein Bambus? Ja, ja. Also ich weiß, dass man da sowas rausschnitzen kann, sag ich mal. Oder du kannst, ja, das auch. Du kannst das jetzt, ja, ich weiß nicht, wo draußen die jetzt genau sind, diese Panflöten. Ist doch auch aus so einem Material irgendwie, oder? Jetzt kommt ja darauf an, wie groß du auch die diese Bambussachen wachsen lässt. Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Stärken. Also ich glaube, in Japan machen sogar Gerüste nur daraus. Also die Gerüste sind aus Bambusstangen. Hm. Also viele. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, da wo das ist so... ist extrem biegsam auch und sehr stabil. Also Japan weiß ich nicht, es sei denn, es ist jetzt richtig verarbeitet, so industriell, dann kann das natürlich sein. Warum hast du jetzt nicht voll, hast du jetzt alle Aubergine? 90 hast du nur, warum nur 90? Weil ich gerade... der hört mir nicht zu, ne? Ich habe doch gerade gesagt, ich mache die Gerste dann hier noch, damit wir ein bisschen mehr Geld haben. Kannst du jetzt noch welche setzen? Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Geld drin. Ja, es falls geht doch das nicht, was du hier machst. Falls dir das nicht aufgefallen ist, ich habe, weiß ich nicht, 70.000 oder so gerade nur durch die Gerste gemacht. Wollte ich nur mal erwähnt haben, weil du ja immer am Meckern bist. Ja, du verballerst ja auch Millionen immer. Ja, das muss ich sagen, das ist halt das Problem, in Anführungszeichen, beim Spiel in dieser Phase, weil wir sind ja noch in der Aufbauphase. Und man möchte natürlich dann tatsächlich das so machen, dass man von allen etwas hat. Also sprich, dass man die Kühe ein bisschen leveln kann, also die Tiere generell was leveln kann, die Fische was leveln kann, die nebenbei bemerkt auch Tiere sind, dass man die Bäume was leveln kann, die Blumen und so weiter. Ach, guck mal, wir hatten die doch. Dafür muss man natürlich erstmal investieren. Nee, das ist das New Hampshire-Huhn. Das ist nicht das, aber das hat, ja doch, das hat eine etwas andere Farbe. Das ist schon richtig. Die eine Kuh hier, die ist übrigens, aber die ist schon abgeerntet worden. Die ist übrigens von der Quest hier. Die fütter ich nochmal für alle Fälle. Die Paprika konnte ich, glaube ich, eben nicht machen, aber die ist für die Quest. Da müsste das wahrscheinlich die grüne Paprika gewesen sein. Oder eine, die noch weiter hinten ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nö, die können wir nicht machen. Wir könnten aber die hast du, glaube ich, schon gemacht hier, die nicht Kichererbsen, die anderen. Ah, nee, hast du noch nicht gemacht. Wie heißen die Dinger? Linsen, genau. Die können wir nämlich nochmal neu setzen. So, wunderbar. Ich würde dann aber allerdings sagen, dass wir so... Ja, nebenbei, dass wir hier noch ein bisschen weitermachen. Wieso haben wir jetzt wieder so wenig Geld? Hast du jetzt da so viel gesetzt von dem Zeug? Ich habe jetzt alle gesetzt, weil die brauchen 12 Stunden. Das heißt, aber beim nächsten Mal können wir die schön abernten und das Feld ist ja wieder näher. Achso, die waren fertig, weil das war für eine Quest irgendwas, was ich da hinten noch gesetzt hatte. Ja, das ist ja auch für die Quest hier, diese Aubergine. Wir haben jetzt 250. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Was verpasst ja, das mache ich dann wieder hier? Weg. Ja, aber vielleicht können wir die woanders. Aber hier ist es... Ja, doch, eigentlich... Ach, warte mal. Doch, klar können wir das. Moment. Nein. Die Folge hat gerade Überlänge, aber... Das ist jetzt zu Ende. Das möchte ich mal eben machen. Kann ich das hier, wenn da was drauf ist? Ja. Warte. Dann verlängere ich das hier nämlich ein bisschen. Ja, es geht jetzt ein bisschen auf unsere Ersparnisse von den Edelsteinen, ich weiß. Aber dann können wir da zumindest die Blumen hinstellen. Weil wir hatten ja gesagt, dass wir das so machen. Ach, das hat er schon umgestellt, da wo ich gestanden habe. Was bist du denn für einer? Warte mal, dann setzen wir das. Können wir das hier unten hinstellen? Nee, aber hier können wir das theoretisch reinstellen. Stellen wir den hier mal aus. Das musst du wieder pflügen, vorher, Mann. Warte, ich mach dir hier die kleinen... Achso, hier ist... das setze ich auch mal kurz gerade. Weil sonst wirst du hier keine Freude haben. Wenn du da drauf stehst... Jetzt. Wollte ich gerade sagen, geht das... Jetzt müsste es gehen da hinten.
Ja, aber wir haben sei ja hier, hier aber die Blumen, da jetzt nicht hin, ne? Ja, nee, da mache ich nichts mehr hin. Ich wollte nur. Aber ich so. Würde ja keine mehr setzen. Wir haben ja genug. Warum? Ja, aber dann kannst du das Feld vergrößern für unsere Questsachen. Ach so, ja. Aber dann machen wir diese drei ja, oder so, ja. Okay. Ja, du hast doch hier dann Ende, oder nicht? Also als ja. Dreier-Ding. Ich weiß ja. es nicht. Keine Ahnung. Die musst du halt nicht noch weitersetzen, aber für unsere Quest, dann haben wir mal größere Felder, wo wir, also ein bisschen größere zumindest. Jetzt macht die Folge zu Ende. Ja, entschuldigt, ihr Lieben. Das war jetzt wieder eine Folge mit Überlänge. Ist alles der Epi schuld. Nein, Quatsch. Ja, nochmal vielen Dank für die Hilfe. Und ja, also wenn ihr irgendwo in meiner Freundesliste seid und ihr liest was mit Gameplayerinnen und Epis Farmen oder sowas, dann bedenkt immer, wenn ihr drauf geht, dass ihr dann wahrscheinlich in dem Moment gerade aufgenommen werdet. Also zumindest, wenn zwei Leute drauf sind. Das nur so als kleine Information, falls hier mal einer so, Bombe, ich bin jetzt im Video, mal hier reinkommt oder so. So, ich geh mir jetzt duschen. Der Epi ist jetzt im Bad. Und da werde ich mich jetzt auch gleich hinbegeben. Und deswegen sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.